Der Schauspieler Karl Ludwig Diehl verkörperte im deutschen Film wie kein anderer vornehme Tugenden wie Treue und Heimatliebe. Ganz Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle kultivierte er diesen Typus, dessen besonderes Kennzeichen darin bestand, Haltung zu bewahren. Karl Ludwig Diehl wurde 1896 als Sohn des Universitätsprofessors und Nationalökonomen Karl Diehl in Halle geboren. Nach seinem Abitur an einem humanistischen Gymnasium begann er seine Ausbildung zum Schauspieler, musste diese jedoch unterbrechen, da er während des Ersten Weltkrieges zum Kriegsdienst einberufen wurde. Er brachte es bis zum Leutnant, setzte nach Ende des Krieges ab 1919 seine Studien an der Schauspielerschule des Deutschen Theaters in Berlin fort und gab nach erfolgreichem Abschluss am Wiesbadener Staatstheater sein Bühnendebüt mit der Rolle des Erbprinzen Karl Heinrich in dem melodramatischen Schauspiel Alt-Heidelberg von Wilhelm Meyer Förster. Weitere Verpflichtungen führten den jungen Schauspieler 1923 in die Münchner Kammerspiele, wo er nach nur einem Jahr an das Staatstheater wechselte. Später zog er nach Berlin und arbeitete im Schillertheater. Zum Film kam Diehl Mitte der 1920er Jahre und verzeichnete 1929 einen ersten Erfolg als Stuart Webbs in dem noch stummen Detektivfilm Masken. Mit Wilhelm Thiels musikalischer Geschichte Liebeswalzer von 1930 in der englischen Fassung The Love Waltz startete er seine Tonfilmkarriere und mimte neben dem Traumpaar Willy Fritsch und Lillian Harvey den Hofmarschall Lord Chamberlain. In der Folgezeit war er nach zahlreichen weiteren Produktionen aufgrund seiner Erscheinung als Arzt, Gutsherr, Diplomat oder Adliger auf der Leinwand zu sehen, verkörperte aber auch Liebhaber und Ehemänner. In dem tendenziösen Abenteuer Ein Mann will nach Deutschland überzeugte er 1934 mit der Hauptrolle des Ingenieurs und glühenden Patrioten Hagen. Ich freue mich, Herr Hagen, Sie so wohl zu sehen. Zu seinen Glanzrollen zählte auch die des Barons von Innstetten in der von Gustav Gündgrens ersten Effebriest-Verfilmung Der Schritt vom Wege an der Seite von Marianne Hoppe und Paul Hartmann. Im Dienst wie auf Stippvisite. In der Tat, mein verehrter Herr von Briest, ich bin etwas früh. Aber vielleicht, dass man einiges zu besprechen hätte. Kann ich verstehen. Man will auch mal wieder was anderes reden und hören. So ein Manöver hat's in sich. Darf ich bitten? Aber hier ist etwas, was mehr auf Ihrer Linie liegt. Ganz was Feines. Bismarck-Zigarre. Muss Ihnen ja besonders schmecken, weil Sie doch beim Fürsten gut angeschrieben sind. Verdientermaßen natürlich. Über das Verdienst möchte ich nicht entscheiden. Aber der Fürst ist sehr gnädig gegen mich, seit ich 71 in Versailles beim Dienst tat. Sieh einer an. Bitte schön. Und nur haben Sie noch das Glück, dass Sie als Landrat in Kessin sozusagen Nachbar vom Fürsten in Varzin sind. Na, da kann es ja nicht fehlen. Und es soll auch an mir nicht fehlen, Herr von Briest. Weiß ich, mein lieber Innstetten, weiß ich. Aber nichts für ungut. Das mag für Sie etwas sein. Für mich wäre es nichts. Die Blicke beständig nach oben richten zu müssen, man hat dann bloß immer Sinn und Merk für hohe und höchste Vorgesetzte. Hier lebe ich so für mich hin und freue mich über jedes grüne Blatt und über den wilden Wein, der da drüben in die Fenster wächst. Und Briest hat wohl wieder seinen romantischen Tag. Liebe gnädige Frau, ich bin jetzt ein sehr häufiger Gast geworden. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 ging der wenige Monate zuvor zum Staatsschauspieler ernannte Diehl als Rittmeister wieder zur Wehrmacht. Er stand aber zwischendurch immer wieder vor der Kamera und drehte Streifen wie das Freiheitskämpferdrama Der Fuchs von Glenarvan von 1940. Innis. Danke sehr. Nach so langer Zeit also wieder in Irland? Trennison ist mein Name, ich bin Ihr Nachbar. Es ist mir eine besondere Freude, Sie als Erster hier begrüßen zu können, wenn auch die Situation eine etwas ungewöhnliche ist. Waren Sie eigentlich Zeuge dieses Vorfalls? Nein, man sieht bei dem Nebel ja keine drei Schritte. Naja, das stimmt. Ach, es ist schade, dass Sie nicht etwas früher gekommen sind. Es kann sich ja nur Minuten gehandelt haben. Ja, ich kann Ihnen leider keine Auskunft geben. Wenn Sie gestatten, verabschiede ich mich jetzt. Mein Töchterchen ist ungeduldig, nach Hause zu kommen. Ach so, natürlich. Bitte, bitte. Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufgehalten habe. Sie haben nur Ihre Pflicht getan. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen.
gerade, Pa. Nichts für kleine Kinder. Auch im Historienfilm Die Entlassung von 1942 oder im Lustspiel Die Hochstaplerin von 1944 mit Sibylle Schmitz als Partnerin spielte er mit. Die alte Welt, die mit deinem Vater zu Grabe getragen wird. Du wirst den Völkern ein neues Glück schenken. Prominente Vertreter von Staat und Filmwirtschaft nahmen zu aktuellen Fragen des deutschen Films Stellung. Olga Tschechowa und Karl Ludwig Diehl überbrachten die Grüße der Filmschaffenden. Karl Ludwig Diehl stand nach dem Kriege in verschiedenen Städten auf der Bühne, so unter anderem bei Heinz Hilpert in Konstanz, an den Münchner Kammerspielen und seit 1950 nach der Übersiedlung Hilperts am Deutschen Theater in Göttingen. Trotzdem hat sie recht. Es ist an der Zeit, an Reformen zu denken. Und dann, die Königin müsste heiraten. Auch im deutschen Nachkriegsfilm konnte der Schauspieler wieder Fuß fassen, zeigte sich jedoch nur sporadisch auf der Leinwand. Karl Ludwig Diehl, der bis zu seinem Tod auf dem Berghof im Karl-Wendel-Gebirge lebte, starb am 8. März 1958 nach längerem schweren Leiden im Alter von nur 62 Jahren auf dem Gut Berghof in Prenzberg in Oberbayern. Ich musste es tun. Für das Theater. Für die Kollegen. Haben Sie mir denn nicht gern geholfen? Gehört das nun schon wieder zu Ihrer Rolle, oder? Die Vorstellung hat noch nicht begonnen, Fräulein Roland. Achtung! Eiserner! Bitte, kommen Sie mit. Schauen Sie da mal durch. Meine geliebte Annelie, ich weiß nicht, ob ich dich noch einmal sehen werde, aber danken möchte ich dir noch einmal. Damals, als dein Leben nur in einer Viertelstunde hing, da wusste ich schon, ich kam ohne dich nicht mehr aus. Aber wie reich du mich gemacht hast, meine Annelie, das weiß ich erst jetzt, wo mir nicht einmal eine Viertelstunde bleibt, um dir für ein Leben voller Glück zu danken. Wahrscheinlich denkst du, unser Leben sei doch gar nichts Besonderes gewesen. Aber worin liegt denn die große Liebe und das große Glück, wenn nicht im Selbstverständlichen?